Ganz herzlich willkommen bei der M365 Community Schweiz. Wir haben heute den MVP Martin Häusser dabei, der sich etwas erzählt über Teams und teilte Voicemails im Zusammenhang mit Power Automate und Adaptive Cards. Muss ich weitermachen? Ach, ich schnell vor hier die Temperatur. Genau. Dankeschön. Ein paar Worte zu der M365 Community Schweiz. Das ist ein kostenloses Format, das sich rund um das Thema M365 austauscht. Wer spannende Themen hat, darf sich gerne bei jemandem von den Organisatoren melden. Das der David Schneider, der Roger Halter und ich, wo die Community darf mit ableiten. Und wir laden jeweils die Recordings auf YouTube mit auf. Und dann geht es eigentlich schon los mit dir. Du darfst dir ganz selbst vorstellen, Martin. Vielen Dank. Mein Name ist Martin Häusser. Ich arbeite bei Houlihan Lokey, das ist eine Financial Services Company, als Senior Microsoft 365 Engineer. Ich arbeite im Standort Zürich. Wir haben aber eigentlich auf der ganzen Welt überall Offices verteilt. Wohnen tue ich in Stäfa, ist im Kanton Zürich. Und MVP-Status habe ich jetzt seit 2 Jahren eigentlich. Zuerst M365 Apps und Services in der Kategorie Teams und nachher ist dann noch, und das Jahr ist dann noch PowerShell im Bereich Azure dazugekommen. Und noch ganz bisschen etwas zum Privaten. Also ich tue gerne Filme und Serien schauen, gerne gamen, gerne Power Automate Flows. Mache ich so ein bisschen als Hobby ab und zu, brauche ich es eben arbeiten, aber oftmals ist da einfach ein Freizeitprojekt. Ich gehe joggen, also rennen, bloggen natürlich und ich verfolge auch Formel 1 sehr gerne. Was geht es heute genau? Es geht eben um Teams Shared Voicemail oder geteilte Voicemail, wie es auf Deutsch heisst, bei Auto-Attendance und Call Queues. Die, die es nicht kennen, Auto-Attendance und Call Queues sind eigentlich Komponenten, die man in Teams oder in Teams-Telefonie benutzt, um Call-Flows oder Anruf-Abflüsse für Haupt- oder Support-Nummern oder andere Spezialnummern, die einfach an eine Gruppe muss, geleitet werden, genutzt werden. Wenn dort zum Beispiel irgendwo der Anruf nicht kann von einem Menschen beantwortet werden, dann wird er eigentlich auf eine sogenannte Shared Voicemail geschickt. Das geht auf eine Voicemail, die dann zu mehreren Personen kommt. Das ist jetzt ein Beispiel jetzt von so einem Callflow. Da sieht man eigentlich oben, der Anruf kommt rein, geht durch die Queue durch. Und wenn am Schluss niemand kann abnehmen kann, dann geht es am Schluss auf eine teilte Voicemail, wo dann der Anrufer kann eine Nachricht hinterlassen und die wird dann per E-Mail eigentlich geschickt. Die E-Mails werden an Microsoft 365 Gruppen geschickt. Das heisst, sie gehen nicht an eine einzelne Person, sondern es geht immer an eine Gruppe E-Mail. Und dabei gibt es jetzt ein paar Vor- und Nachteile im Vergleich zu, wenn jetzt eine E-Mail irgendwie direkt an eine Person oder an eine persönliche E-Mail-Adresse geschickt wird. Schauen wir uns die Vor- und Nachteile mal ein bisschen an. Der Vorteil ist sicher, wenn die E-Mail an eine ganze Gruppe geht, dass gerade mehrere Personen die E-Mails oder die Voicemails bekommen. Es gibt also eigentlich keinen Flaschenhals. Man ist nicht abhängig von einer Person, wenn die mal weg ist oder in der Ferien ist. Man muss dann irgendwie auf jemanden warten oder man verpasst das, weil es niemand anders gesehen hat. Was auch ein Vorteil ist von der Microsoft 365 Gruppe oder von der Gruppe Inbox, dass eigentlich, wenn jetzt jemand Neues anfängt oder neue Mitglieder von dieser Gruppe, können automatisch in die Gruppen-Mailbox hineingehen und auch alle
vergangenen E-Mails gesehen, also wenn die nicht gelöscht worden sind. Es braucht keine bestimmte Lizenz für die Gruppe an sich, natürlich für Benutzer, die Teil von dieser Gruppe oder dem Team sind, aber es ist nicht so, dass man die Gruppe speziell lizenzieren müsste. Und oftmals gibt es auch schon ein bestehendes Team, das zum Beispiel gerade für die Call-Queue genutzt wird und kann auch die Gruppe von dem Team eigentlich gerade benutzt werden für Shared Voicemail dann. Nachteil ist, dass dann standardmäßig eigentlich die E-Mails nur im Gruppenpostfach ankommen, jetzt im direkten Bezug auf Teams. Es gibt keine Benachrichtigung im Teams direkt, sondern eben nur im Outlook eigentlich über die E-Mail. Das führt halt auch zu einer Unsicherheit, wer liest die E-Mails überhaupt oder wer lässt sich überhaupt die Voicemails an. Und damit man eben sicherstellen kann, dass alle Leute die E-Mails sehen oder lesen oder eben die Voicemails auch hören, muss man halt entweder die E-Mails von der Gruppe dann abonnieren oder die ganze Zeit irgendwie die Gruppenpostfächer überprüfen. Da sage ich nachher gerade noch mehr dazu. Und das Ganze ist etwas schwierig als Administrator zu verwalten, weil es halt immer wieder Änderungen geben kann. Das wäre jetzt User Experience im Outlook. Gruppen-E-Mails, die sind eigentlich ganz klar getrennt von der persönlichen Inbox. Das ist jetzt zum Beispiel vom neuen Outlook oder Outlook on the Web, aber das sieht eigentlich im Desktop-Outlook oder im klassischen Outlook mehr oder weniger gleich aus. Oben links sehen wir die persönliche Inbox und unten rechts, unten dran, sieht man Gruppenpostfächer und dann die einzelnen Gruppen. Und da sieht man nachher die E-Mails, die in der Gruppe gelandet sind. Also das heisst, man müsste jedes Mal wechseln eigentlich von der Haupt-App vom E-Mail oder vom Outlook, um zu den Gruppen zu gelangen. Es gibt eine Funktion, die heisst Following Inbox. Und wenn man die aktiviert, dann kommen die Gruppen-E-Mails auch ins persönliche Postfach. Dadurch kann man das eben umgehen, dass man ständig muss die E-Mails in der Gruppe anschauen muss. Oder dass man halt eben dann E-Mails verpasst. Das kann jeder Benutzer, der Mitglied ist von einer Gruppe, selber aktivieren wahlweise. Es gibt da einen Knopf, der heißt Following in the Inbox. Und dort kann man auch das Häkchen setzen wie Receive All E-Mail and Events im englischen UI jetzt. Oder wenn man es eben deaktiviert, dann ist es eigentlich das zweite, also das untere, dass man nur Antworten überkommt, die direkt da eingehen. Man kann es auch als Admin einstellen, aber Mitglieder können eigentlich nachher jederzeit wieder angehen und sagen, sie werden jetzt nicht mehr alle E-Mails haben, weil sie vielleicht zu viel überkommen. Und durch das hat man eben auch keine Kontrolle, ob jetzt die E-Mails halt oder die Voicemails wirklich gelesen und empfangen werden. Das ist jetzt ein Beispiel, wo Following Inbox aktiviert ist. Das heisst, wir sehen hier wieder oben links sind wir eigentlich in der Mail-App, im Outlook, in der persönlichen Inbox. Aber wir haben hier ein E-Mail, das adressiert ist an Gruppe. Die Gruppe die heisst jetzt PST Test EV Enabled Call Queue. Und anhand von dem sieht man dann eigentlich, ob es das ein E-Mail für einen persönlich war oder eine Gruppe-E-Mail, die man abonniert hat. Man kann das als Admin auch auslesen mit PowerShell. Oder man kann es auch setzen, falls notwendig, für einzelne User. Das sind die zwei Commandlets, die man dafür braucht. Get Unified Group Links oder Add Unified Group Links. Da ein Beispiel auf der rechten Seite sieht man, dass Get Unified Group Links genutzt wird mit Link Type Member. Das sind auch die normalen Mitglieder von der Gruppe. Unabhängig davon, ob sie jetzt subscribed sind, also abonniert, ob sie Following Inbox aktiviert haben oder nicht. Das Gleiche kann man auch machen mit Linktype Subscriber. Und wenn man jetzt genau schaut vom Screenshot, erkennen wir da eigentlich, dass wir im Fall von Member ein Objekt-ID mehr zurückbekommen. Das heisst, es sind nicht alle Benutzer oder alle Mitglieder haben alle E-Mails abonniert in dieser spezifischen Gruppe jetzt.
ganz erst noch ein bisschen einfacher dargestellt, in einem Diagramm. Das ist aus dem Microsoft 365 Callflow Visualizer. Das ist ein Tool, das ich entwickelt habe, um eigentlich jeden Callflow im Teams Phone oder wo bei Teams Telefonie konfiguriert wurde, ist im Teams Admin Center, kann man auslesen und automatisch das Diagramm erstellen. Es gibt sehr viele Optionen und Parameter, die man da nutzen kann. Eine davon ist zum Beispiel Show Shared Voicemail Group Subscribers. Und anhand von dem werden dann auch die Informationen abgebildet. Das wird dann genau mit dem Commandlet, das ich vorher gezeigt habe, ausgelesen. Und dann gibt es einfach gerade quasi eine Liste mit allen Benutzern, auch oder mit der E-Mail-Adresse und nicht nur die ID. Und so sehen wir dann relativ schnell, welche Leute werden effektiv in Outlook über neue Shared Voicemail benachrichtigt. Das Ganze oder das Tool, das hilft sehr bei der Dokumentation und beim Troubleshooting von Teams Phone Hauptnummer-Konfigurationen oder Support-Nummer-Konfigurationen. Und das kann man gratis abladen auf meinem GitHub-Account. Following Inbox kann man auch als Administrator direkt im Microsoft 365 Admin-Portal aktivieren. Das heißt, es muss nicht zwingend per PowerShell gemacht werden. Da gibt es das Häkchen, wo man setzen kann. Es wird einfach dann für alle aktuellen Mitglieder von der Gruppe aktiviert. Wenn sich aber dann jemand wieder rausnimmt und das Häkchen ist noch drin, dann müssen wir es quasi über PowerShell dann spezifisch für den User wieder aktivieren. Und wo ist da jetzt die Problematik in dem Ganzen im Zusammenhang mit der Shared Voicemail bei Teams Phone? Was ich ein bisschen verwirrend finde, auch für die Benutzer, ist, Anrufe kommen eigentlich in Teams an, aber die Voicemail nachher im Outlook, das ist wie, also wieso kommen diese zwei Sachen, obwohl beides mit Telefonie zu tun hat, die verschiedenen Apps an? Das macht bedingt Sinn. Wenn Following Inbox nicht aktiviert ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass niemand die Voicemail überhaupt anlässt und zurückruft, was auch schlecht ist, wenn man am Anrufer schon die Möglichkeit gibt, so eine Nachricht hinterlassen. Sollte man auch schauen, dass dort zurückgerufen wird. Wenn es aktiviert ist hingegen und alle Mitglieder von der Gruppe die Voicemail bekommen, sollte man sich dann vielleicht absprechen, wer läuft zurück. Und dann sollte man auch die anderen informieren, dass es erledigt ist, weil sonst kann es auftreten, dass dann zum Beispiel niemand zurückruft, weil alle einfach denken, ja, irgendein anderer macht es schon. Oder es läutet halt mehrere Leute zurück und das wirkt dann auch wieder unprofessionell. Wenn der Kunde, der eine Nachricht hinterlässt, dann 3 Anrufe zurückbekommt, dann denke ich, ja, dann ist die eigentlich auch im Griff. Und ein anderes Problem ist, wenn man es eben aktiviert, dass die Mitglieder halt einfach können, manuell dieser Gruppe entfolgen über den Outlook-Client. Und wenn man wirklich will sicherstellen, dass eigentlich keine E-Mails von Voicemails verpasst werden, dann müssen wir da irgendwie eine Überwachung oder einen Mechanismus, zum Beispiel mit PowerShell-Automatisierung, mit einem Runbook oder ähnlich bauen, damit Leute, die ihm folgen, quasi immer wieder hinzugefügt werden. Aber auch das ist nicht die optimale Lösung. Wie könnte eine bessere Lösung aussehen? Das wäre eigentlich mit dem Power Automate Flow. Wir haben da verschiedene Komponenten von der Microsoft 365 gewählt, die eingesetzt werden, auch SharePoint, Adaptive Cards und natürlich Teams. Also anfangen wir so, die geteilte Voicemail wird in einem Gruppenpostfach empfangen, wären wir jetzt bei Exchange oder Outlook, je nachdem, wie wir es anschauen. Und das löst, also eine neue E-Mail in einem Postfach löst dann quasi ein Power Automate Flow aus. Der Flow kann nachher den Anhang, also in der E-Mail mit der Voicemail hat es ein MP3-Attachment drin. Der Flow kann die MP3 nehmen und dann auf SharePoint aufladen. Nachher haben wir eine Adaptive Card, wo dann quasi das MP3 als Medienkomponente in der Card nachher an Teams schickt, an einen Channel und Teams oder auch noch eine Benachrichtigung dann der entsprechenden Mitglieder im Teams schickt, dass eben eine neue Voicemail da ist. Jetzt, was sind überhaupt Adaptive Cards genau? Das ist ein Beispiel von einer Adaptive Card, das ist jetzt aus dem Flow, wo wir nachher noch genauer anschauen.
Wir sehen da eben, dass wir da einen Play-Button haben und das Smoothie-Icon, das ist eben eine Medienkarte eigentlich in dem Sinn. Plus haben wir auch noch zwei, drei Knöpfe unten dran. Das ist eigentlich das ideale Format, um als App irgendwie Infos oder Updates verschicken oder Inputs anzufordern von Benutzern. Also so kommunizieren eigentlich mega viele Bots oder Apps mit User. Und die ganze, oder ein Adaptive Card wird eigentlich in JSON definiert oder designt, wie es soll aussehen. Da kann man auch verschiedene Elemente quasi hinzufügen. Und sie passen sich halt immer automatisch an der Host-App an. Also zum Beispiel, es kann der Code für eine Adaptive Card, das JSON, das sieht immer gleich aus, aber die Karte sieht nachher schlussendlich in Teams oder in Outlook oder auf dem Web oder auf Teams oder auf dem Mobile, sieht immer ein bisschen anders aus, halt im Design vom entsprechenden aktuellen Client, wo sie gerade angezeigt wird. Auch Dark- und Light-Mode tut sie eigentlich automatisch anpassen. Und eben, es kann eine Vielzahl von Funktionen unterstützen. Das können Bilder sein, Medien, Eingabefelder, Buttons, wie wir da sehen auf dem Beispiel. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Sachen, die Adaptive Cards unterstützen. Das wäre jetzt eigentlich das 1-2 Beispiel. Auf der linken Seite ist der JSON-Code, der Karte definiert. Und das wird eigentlich dann an den Channel geschickt. So wie es rechts aussieht, das ist das, was nachher der Client rendert als Adaptive Card. Jetzt würde ich mal schnell aus der Präsentation rausgehen und schnell eine kleine Demo zeigen, wie das Ganze aussieht. Und zwar gibt es eine Webseite. Die heißt adaptivecards.io. Da gibt es dann eigentlich einen Schema Explorer, wo man die verschiedenen Typen kann anschauen kann. Jetzt momentan sind wir gerade beim Textblock. Wenn man weiter runter scrollt, sieht man da rechts immer das Beispiel, wie es aussieht, und links das Beispiel im JSON, was da muss drinstehen, damit es nachher rechts so aussieht. Und da kann man zum Beispiel jetzt auch wechseln und sieht dann auch, was muss man machen, damit man das Bild kann anzeigen kann auf der Karte. Oder eben Medien und so weiter. Zusätzlich gibt es auch noch den Adaptive Card Designer. Da drin kann man eigentlich Karten mit Drag and Drop mehr oder weniger frei gestalten. Das ist jetzt ein Beispiel, das einfach standardmäßig aufgeht. Ich mache jetzt mal eine neue als blanke Karte. Und jetzt kann ich da einfach Sachen, die ich mit einer Karte will, überziehen. Zum Beispiel nehme ich jetzt da einen Textblock und nenne den mal Anmeldung. Da kann ich den auch zum Beispiel grösser machen, Farbe anpassen. Sagt halt Accent. Jetzt ist das momentan noch blau. Da kann ich auch umstellen, wenn ich will sehen, wie es in anderen Apps aussieht. Ich wechsle jetzt zum Beispiel auf Teams. Ich sehe, das ist so, wie es in Teams aussieht. Es gibt auch noch Factsets, die ich rein tun kann. Da kann ich mit zwei Fakten miteinander definieren. Zum Beispiel, sagen wir da, Thema. Und Ort. Das kann ich dann auch noch sagen, ich will noch einen Input für Text haben. Und vielleicht noch ein Datum, einfach mal als Beispiel. Und nachher, da unten, habe ich dann eigentlich schon Code, den ich brauche.
um das nachher können verwenden, zum Beispiel im Power Automate und das einfügen. Ich mache jetzt hier die Karte nicht ganz fertig. Ich habe da noch eine vorbereitet. Oh, ich hätte es dann eigentlich gerne gehabt. Das wäre jetzt ein Beispiel einfach als Anmeldung für ein Meetup. Man kann das Datum auswählen, den Namen eingeben. Und da habe ich dann eigentlich den ganzen Code. Das, was ab und zu macht, ist, dass da die Version ein bisschen höher ansetzt, dass das, was eigentlich supported ist bei Teams. Dann kann ich das einfach schnell abstellen. Und jetzt gehe ich ins Power Automate rein. Stelle mir da jetzt einen neuen Flow. Ich mache einen Instant Flow, das heisst, der wird eigentlich manuell ausgeführt, wenn ich drauf klicke, also nicht irgendwie automatisiert oder so. Jetzt füge ich da neue Schritte ein. Ich sage Teams. Post Adaptive Card and wait for a response. Ich möchte gerne im Chat mit dem Flowbot jetzt als Beispiel posten und da wieder Message. Kann ich jetzt einfach meine Adaptive Card da rein pasten. Dann kann ich das speichern. Ich möchte es manuell testen. Und jetzt habe ich da in Teams die Workflows App die Karte zugeschickt bekommen. Jetzt kann ich da sagen, das Datum auswählen. Heute ist der 19. So wie der Testteam es heisst. Ich kann das hier da abschicken. Da hätte ich noch einen Knopf gehabt, wo mehr Infos heisst. Der wird jetzt einfach die Webseite öffnen. Also da kann ich auch entweder kann ich es absenden haben. Das heisst einfach, er tut eigentlich zurück am Flow die Infos schicken, die ich jetzt hier eingegeben habe. Oder es ist einfach ein Knopf, der eine URL öffnet. Wenn ich das abschicke, dann wird die Karte aktualisiert. Da kommt Thanks for your response. Das könnte man da auch noch anpassen. Und jetzt sehe ich eigentlich, wo der Flow dann durchgelaufen ist, was ich da nachher für Daten zurückbekomme. Also die Daten, die ich auf der Karte oder der Benutzer auf der Karte eingegeben hat vor dem Abschicken. Die sind dann da zurück an Power Automate übermittelt worden. Und durch das kann man auch eigentlich die Daten dann weiterverarbeiten. Das zeige ich jetzt so schnell in einem anderen Beispiel. Ich habe auch schon etwas vorbereitet. Ist eigentlich genau das Gleiche, einfach dass man in dem Fall, nachdem es ausgefüllt worden ist, noch eine Bestätigung zurückschicken an den Benutzer. Jetzt habe ich hier nochmal die neue Karte übergeben. Ich sage wieder 19. Das nehme ich nur den Vornamen. Ich schicke das wieder abschicken. Und dann schickt der Flow mir nachher eigentlich gerade eine Antwort. Und da Name und Datum, das ist quasi das, was wir jetzt eingegeben haben auf der ersten Karte. Es wird nachher so, also kann der Flow nachher weiterverarbeiten. Das war jetzt einfach mal ein Beispiel gewesen, was kann man überhaupt mit so Adaptive Cards machen.
eben, wie gesagt, dass man kann es brauchen, um Infos schicken oder Eingaben anfordern. Und die Karten verändern sich dann nachher entsprechend oder schicken eine neue Karte zum Beispiel. Ja, das haben wir schon gemacht. Und jetzt werden wir dann den anderen Flow noch anschauen, wo wir die ganzen Voicemails, die Benachrichtigung für die Voicemails handelt. Der ist ein bisschen komplexer. Der Trigger da ist immer noch eben ein neues, neue E-Mail oder eine neue Voicemail-E-Mail im Gruppenpostfach. Nachher am Anfang werden ein paar Variablen eingelesen, unter anderem, wann ist das Ganze ankommen, dass wir auch wissen, wie lange ist es gegangen, bis jemand von den Mitgliedern dann zurückgerufen hat und die Karte als erledigt markiert hat. Wir brauchen natürlich die Anrufernummer, dass wir auch zurückrufen können. Dann muss die Audiodatei auf SharePoint hochgeladen werden. Dort muss sie geteilt werden, damit wir den Share-Link nachher auf der Adapter-Card einbinden können, dass wir die Medien können abspielen können. Dann müssen wir alle. Aber das wollte ich schnell noch fragen. Ja. Du nimmst Datei, also das MP3, auf einen SharePoint auf, weil du kannst mit einem Link nicht in die Mailbox direkt. Mailbox hineinkommst, beziehungsweise Ja. weil es dann immer noch ein anderes Fenster wieder wird aufgehen, im schlimmsten Fall. Wenn du so ein bisschen wie das Ding verlässt. Ja. Also ich habe es gar nie ausprobiert, zum Beispiel die FSCON-Datei direkt auf der Ja, das Mailbox. habe ich Aber überhaupt das Mail, aber auch nicht auf das ja. Attachment hinten dran. Das ist Ja. ein bisschen das Problem, oder? Ja, aber der Flow kann natürlich selber auf das Attachment zugreifen und kann dann Ja. das MP3 auf SharePoint aufladen Das kann und ich aber mit einem Klick hören, quasi. genau, man kann dann, also es tut es auch mit dem Datum, wenn es empfangen wurde, ist benennen, plus mit der Anrufernummer. Also rein theoretisch könnte man dann auf SharePoint halt das gut durchsuchen oder man löscht, also zum Beispiel eine Retention, also eine Löschfunktion, zum Beispiel alle Voicemails älter als 30 Tage löschen oder so, das habe ich jetzt da noch nicht implementiert. Das ist aber auch etwas, was man sich dann vielleicht mit der Zeit muss überlegen, wenn es halt sehr viele Voicemails würde geben. Aber momentan ist es einfach so, dass er die Audiodatei nimmt, auf SharePoint auflädt und dann, das ist dann eigentlich, also man sieht es auch, oder es hat das, ich glaube, Stream-Logo dann, oder irgendwo steht irgendwas von Stream of the Card, weil es halt eben dann von SharePoint quasi in Teams in abgespielt wird. Ja, super. Danke vielmals. Genf. Genau, nachher die Adaptive Card wird dann am Channel geschickt und zusätzlich haben wir noch Möglichkeit mit dem, wir können das auch bei anderen Mitgliedern machen. Ich habe es jetzt aber so gelöst, dass es einen speziellen Tag gibt im Team, also einen Tag, wo Mitglieder hat, wo man gewisse Mitglieder von dem Team kann markieren. Zum Beispiel, wir nicht alle sind, zum Beispiel einfach nur die Leader, sondern nur die, wo keine Ahnung, ob die Geschichte haben oder was auch immer. Und den kann man auch nutzen, oder Tags kann man auch nutzen, um Tag-Mitglieder auslesen und dann speziell über den Flow eigentlich noch eine Feed-Notification ans Team schicken, also dass die Leute auch effektiv, dass nicht nur einfach irgendwo ein Channel fett wird oder dass die Leute wieder mit angehen und alle Benachrichtigungen für alle Messages in dem Kanal spezifisch aktivieren, sondern das handeln wir auch gerade von der operativen Admin-Seite eigentlich, dass man sagt, alle die Leute, die den Tag haben, die können auch Benachrichtigungen direkt vom Power Automate und wir verlassen uns nicht darauf, dass die Leute dann sagen, ja, für den Channel, der ist mir wichtig, da will ich alle Benachrichtigungen bekommen. Und am Schluss, wenn die Aktion dann ausgeführt worden ist, wenn man uns mal abgelost hat, wenn man zurückgeleitet hat und das Ganze, die Karte sozusagen erledigt ist, dann kann man sie abschließen und dann werden die Infos aktualisiert, wie lange ist es gegangen, bis man uns bekommen, bis man zurückgeleitet hat. Es wird dann auch direkt für alle Mitglieder sichtbar. Also eben, wie wenn wir jetzt wieder vergleichen, wenn jetzt das einfach nur ein E-Mail wäre, in einer Gruppen-Mailbox müssen wir allen Bescheid geben, wieder an alle das E-Mail schreiben, hey, ich kann dem übrigens zurückgeleitet. Und bei Teams mit der Adaptive Card haben wir das nicht, weil sobald jemand die abgeschlossen hat, aktualisiert sich für alle und alle gesehen, das Thema ist jetzt erledigt. Das ist ein Ausschnitt aus dem Flow. Ich versuche den jetzt mal schnell da aufzumachen, hoffe, das funktioniert.
Ich gehe da jetzt einfach durch die wichtigsten Punkte durch. Genau. Also zuoberst haben wir den Trigger. Wenn ein neues E-Mail ankommt in der Gruppe, dann werden eben ganz viele Variablen initialisiert. Da haben wir zum Beispiel auch Channel-ID, Folder-Pfad, also Ordnerpfad auf SharePoint und so weiter. Und nachher gibt es eigentlich ein Apply to Each, das ist einfach, das hat es automatisch gemacht. Man muss da nachher dann in das Zeit gebraucht, bis ich das herausgefunden habe, wie das genau funktioniert mit der Microsoft 365-Gruppe. Zuerst muss man irgendwie Threads holen, dann Posts und dann einen Thread-Post. Und da haben wir nachher dann eigentlich das effektive E-Mail, wo dann das Attachment drin ist. Da haben wir einfach noch Conditions, um sicher zu sein, dass wir das nur bei E-Mails machen, wo Datei, also das Attachment auf Punkt MP3 endet. Wenn das der Fall ist, ja. Dann tun wir eine Datei erstellen auf dem SharePoint, also das heißt, es wird hochgeladen. Das mache ich eigentlich auch gerade in der gleichen, also in der Site vom Team, wo auch CallQ verknüpft ist. Und dann macht man einen Share-Link, damit wir den Link nachher haben, so mit der Adaptive Card rein tun. Plus tun wir noch den Namen und Nummern quasi auslesen. Dann setzen wir noch die Links, weil wir wollen ja, dass es möglichst alles bequem ist für die Benutzer, dass sie eigentlich dann direkt können zurückrufen aus dem Teams mit einem Klick. Und darum wird da noch der sogenannte Calling Deep Link erstellt. Nachher wird der Adaptive Card geschickt. In dem Fall ist jetzt nicht Chat with Flowbot, sondern am Channel. Da haben wir die ganze Karte. Und sobald dann eigentlich die Antwort, also sobald jemand die Karte komplettiert hat, macht der Flow weiter. Wenn ich mich nicht täusche, kann er bis zu 28 Tagen in einem Status sein. Im Fall von Voicemail hoffe ich jetzt mal, dass es meistens dann schneller geht, zum Zurückrufen. Es sollte also bei dem her kein Problem sein. Da wird einfach noch festgehalten, wann ist das abgeschlossen worden. Dann haben wir da nochmal eine Condition, einfach zum ein bisschen verschiedene Smileys setzen, wir sehen es nachher gerade. Und ja, am Schluss wird dann auch noch festgehalten, wer hat es abgeschlossen und dann wird die Karte mal updated. Die Karte ist jetzt da ein bisschen länger. Das ist, weil man dann eigentlich trotzdem noch die Möglichkeit hat, die alte Karte anzuschauen, wenn sie abgeschlossen wurde. Ich könnte jetzt das ganze testen, nämlich jetzt anrufen. Ich mache es jetzt aber schnell wegen der Zeit. Einfach mit dem vergangenen Test, den ich schon mal gemacht habe. Du den Flow nochmal ausführen, muss sich vorstellen, wenn jetzt jemand angerufen auf die Hauptnummer, es ist außerhalb von der Öffnungszeiten, das Bändchen ist gekommen und dann ist das Voicemail hinterlassen worden. Genau. Dann, wenn ich jetzt da bei der Evelyn auf Inbox gehe, sehen wir, das ist leer. Das ist so der Test von gestern Abend. Im anderen Fall von der Emma. Sie ist subscribed. Da sieht man jetzt genau, dass das Mail dann reingekommen ist. Also ohne Following Inbox würden wir im Outlook eigentlich nicht mitbekommen. Aber in Teams dann schon. Wenn ich bei ihr ins Teams gehe, sieht man da, der Channel ist zwar fit, aber es ist keine Activity Notification angekommen. Wenn ich da die Evelyn wieder reinschaue, sehen wir das Eis. Und da haben wir jetzt Notification for the Workflows App. Und da haben wir jetzt auch unsere Adaptive Card direkt mit dem MP3, wo man direkt in Teams kann abspielen kann. Kann man die Nachricht hören. Falls man es aus irgendeinem Grund jetzt würde gerne auf SharePoint oder auf Stream hören, kann man da den Knopf drücken. Dann geht der Link auf.
Und dann kommt man eigentlich auf Stream. Braucht es jetzt wahrscheinlich in den wenigsten Fällen. Zurückleiten. Genau. Da sehen wir jetzt den Link unten, der eingeblendet wird. Kann man einen Klick machen und dann wird man direkt von Teams gefragt, ob man den Call starten will. Das funktioniert im Web, das funktioniert im Desktop-Client, funktioniert aber auch auf dem Handy-Client. Und wie es ein Teams-Deep-Link ist, wird wirklich auch mit Teams zurückgerufen und nicht mit dem, also mit der Handynummer oder mit der hauseigenen Handy-App von Android oder iOS, sondern wirklich Teams. Ist aber eine Zeit lang im neuen Teams-Client noch nicht gegangen. Als jeder irgendwelche Probleme hatte oder mit der, also URL encoded, wir haben ja da, wenn man es anschaut, sieht man, dass das Plus ist eigentlich umgeschrieben worden auf Prozent 2b. Ich Also. glaube, mit dem hat er, glaube ich, ein Problem gehabt. Ja, okay. Aber jetzt gibt es ja eh nur das neue Teams und mittlerweile funktioniert es. Ja, das ist HTML encoded. Ja. Ja. Unter den Files von dem Channel kann ich natürlich auch schauen. Sehe dann auch die Voicemail, die hochgeladen worden sind, direkt im Channel. Das kann ich eigentlich auch direkt aus Teams. Jetzt sagen wir, okay, wir haben zurückgerufen. Dann sage ich da einfach Call completed, drücke das Knöpfchen. Und jetzt tut sich die Karte aktualisieren. Dann wird sie ein bisschen kleiner, ein bisschen kompakter. Es steht jetzt, oder der Titel wird grün, dass es eigentlich abgeschlossen ist. Wir sehen, Evelyn hat das gemacht. Wir sehen, wer ist der Caller war. Und wenn ich jetzt wieder wechsle auf die Emma zum Beispiel und da nochmal im Voicemail-Channel hineinschaue, sehe ich jetzt auch, dass die Karte aktualisiert worden ist. Und ich sehe auch, dass die Evelyn das gemacht hat. Wenn ich jetzt da auf Show Metrics gehe, dann sehe ich auch noch, wie lange das Ganze dauert. Da werden auch System Time wird quasi verändert und es schaut auf die Zeitzone. Es ist wirklich ein UTC Timestamp, wo da quasi mitgegeben wird und dann wird er einfach umgeschrieben oder wenn ich jetzt eine andere Zeit würde einstellen auf meinem Laptop da, dann würde sich die Zeit dementsprechend auch anpassen auf die Call-Zeit, die jetzt gerade auf dem System ist. Und anhand von dem, wie lange das gegangen ist, ist alles, was unter einer Stunde ist, geht einfach ein Smiley über eine Stunde, wie jetzt mal so ein Smiley mit einem geraden Latsch oder wie man dem sagt. Und alles, was dann über 2 Stunden ist, macht einfach ein Latsch. Das kann man natürlich auch anpassen oder auslöschen, wenn man das nicht will. Das ist einfach so eine kleine Spielerei, die ich da eingebaut habe, dass da noch das Bild auf der Adaptive Card erscheint. Das kann ich wieder ausblenden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel aus Versehen draufgeklickt habe oder nochmal anrufen muss oder aus irgendeinem Grund auch immer, gibt es da die Möglichkeit, auch nochmal Show Voicemail Details zu klicken, was dann eigentlich die alte Karte nochmal öffnet. Aber da sehen wir jetzt zum Beispiel, der Knopf heisst dann Call Again, weil wir es ja schon gemacht haben. Oder ich kann MP3 nochmal aufmachen. Oder auch da kann ich dann als anderer User, es funktioniert genau gleich, egal welcher Benutzer, dass jetzt die Karte oder mit der Karte interagiert. Es sehen wirklich alle eigentlich den gleichen Status. Und so kann man eigentlich relativ einfach dann die ganzen Shared Voicemails handhaben. Und man hat kein Durcheinander mehr. Hat jetzt da schon jemand zurückgerufen, wer macht das? Will das Ganze in einem Teams-Channel ist, könnte man auch einfach Konversation starten. Bei einer Karte dann vielleicht jemanden markieren. Hey, kannst du bitte zurückrufen? Also man kann das auch kollaborativ gestalten. Man muss nicht irgendwie E-Mails in der Weltgeschichte umeinander schicken, sondern alles kann eigentlich dann im Teams hinein gehandelt werden. Das Letzte, was ich vielleicht noch schnell zeigen möchte, ist, ich da auf Manage Tags gehe. Sieht man da, der heißt Voicemail Notifications, der ist so im Flow hinterlegt. Und da sehen wir jetzt zum Beispiel, dass er mit Emma nicht Teil von dem Tag ist und darum auch keine Benachrichtigung bekommen hat. Das ist jetzt soweit von der Lösung von dieser Shared Voicemail-Geschichte. Bei den anderen Projekten, wo ich gerade dran bin, noch so ein bisschen
hobbymäßig, gibt es zum Beispiel auch noch weitere Optionen, dass überprüft wird, wenn die Nummer Teil vom eigenen oder die Nummer jemandem gehört aus der eigenen Firma, dass man dann zum Beispiel in der Zeit ja anstatt der Nummer anrufen, da wäre jetzt die Nummer, da können wir dann sagen Call on Teams oder Chat on Teams. Da haben wir wirklich Möglichkeiten mit einen Adaptive Calls. So habe ich einfach einen Teams-Chat mit meinen internen Benutzer dann eröffnet. Das ist einfach so als kleiner Denkanstoß, was man alles Cooles machen mit den Adaptive Calls. Oder zum Beispiel gerade einen Tab öffnen, wo im gleichen Team ist und so weiter. Das wäre das gewesen, genau. Und Also ich habe vorhin gesehen, du bist bei Version 4. Das ist jetzt schon die Version 5, wo du da dran bist. Nehme ich mal an. Ja, also grundsätzlich hat es zwei Versionen gegeben. Die haben jetzt ein bisschen angepasst für das Meetup. Oder einfach will sicherstellen, dass es funktioniert. Ich habe die vorher getestet und so. Die erste Version ist eigentlich nur ein bisschen komplexer gewesen. Dort habe ich es so gemacht, dass es eigentlich Voicemail oder es hat wie eine Call-Queue gegeben für, oder eine Autotelefon-Call-Queue für außerhalb von der Bürozeiten quasi, also wie ein Big in dem Sinn. Und dann, weil im Betreff vom E-Mail steht eigentlich, auf welcher Voice-App oder welchem Autotelefon oder auf welcher Call-Queue ist die Nachricht hinterlassen worden, wenn ich da nochmal schnell zurückgehe. Da sieht man es eigentlich, oder? Shared Voicemail und in Klammern steht der Name von dem Autotenant in dem Fall. Und durch das kann ich nachher können ermitteln, ja, ist jetzt die Voicemail innerhalb oder außerhalb, weil das hat wie im Namen gehabt vom Autotenant. Und dann habe ich eigentlich mir noch parallele Aktion gestartet gehabt, wo dann, obwohl der Flow eigentlich immer noch gewartet hat auf die Antwort, ist er eigentlich schauen in dem Channel. In dem Channel ist dann aber auch Channel Moderation aktiv gewesen, dass eigentlich die Benutzer nicht neue Nachrichten posten. Es hat eigentlich mir müssen gehen sein, dass die letzte Nachricht vom Flow war, nicht die Message-ID können holen. Und dann durch das habe ich nachher eigentlich können, wie noch wiederholende Benachrichtigungen schicken, weil es halt super dringend ist, wenn jetzt jemand ein Pick nicht erreichen und ein Voicemail hinterlassen hat, dann hat es wie irgendwie eine Viertelstunde lang all 5 Minuten oder eine halbe Stunde lang, alle 5 Minuten quasi eine neue Benachrichtigung in Teams geschickt. Das ist so die erste Version gewesen. Die ist auch noch, weil ich das, eben, was ich mal gesagt habe, dass ich lange gebraucht habe, zum herauszufinden, wie kann ich die Attachments von einer Microsoft 365-Gruppe rausholen. Habe ich es zuerst noch so gehabt, dass ich eine Shared Mailbox einfach quasi Follow-in-Inbox auf der aktiviert habe. Das war aber eigentlich auch unnötige Komplexität gewesen. Und darum habe ich nachher auch die zweite Version gemacht, wo das ganze dicke Zeug weggelassen hat und einfach einmal eine Benachrichtigung schickt, genau. Das ist schon mega cool, weil es ist jetzt alles in Teams. Ich kann direkt dort interagieren und man sieht auch sofort, wer das es gemacht hat. Also das ist Ja. echt eine geile Lösung, ja, muss ich sagen. Danke. Super, super cool gemacht. Ganz herzlichen Dank Sehr gerne. für uns das ein bisschen näher zu bringen und auch das Zusammenspiel, wir haben vorher schon ein bisschen darüber geredet, das Zusammenspiel vom N365 mit den verschiedenen Diensten macht genau solche Sachen überhaupt möglich. Genau. Es braucht halt irgendjemand, der sich quasi mal den Prozess ein bisschen ausdenkt und überlegt, wie das es muss machen. Aber im Zusammenhang mit den Adaptive Cards echt eine geile Lösung. Hey, merci vielmals, Danke super dir. gemacht, danke vielmals. Merci. Dann wünsche ich einen ganz schönen Abend und auf ein anderes Mal. Tschüss miteinander. Tschüss.